Und Doppelterraner. Hallo, willkommen zurück gegen Doppelterraner. Wie der Mutti ja schon gesagt hat, auf der Karte dieser des Ajurs. Doppelterraner. Da gibt's nur eins. Auf die Fresse. Ja, und die Map ist so riesig. Ja, und? Bis dahin. Eine riesig lange Map. Ich mag das nicht so. Ja. Kann ich eigentlich Doublehead spielen, oder? Kannst du theoretisch spielen, ja. Ich geh trotzdem scouten. Wenn du da was gegen den Reaper hast. Ja, ja. Der sollte man. Eigentlich sollte mein Blickstalker, also mein Blickstalker, mein Stalker genau pünktlich kommen, wenn der Reaper kommt. Eigentlich. Nein, ich spiel One Hedge, dann mache ich Queen und nach den beiden Queens mache ich die dritte Hedge. So machen wir das. Okay. Da ich wenigstens Queens gegen diese Reaper. Das ist mir ein bisschen sicher. Ein bisschen. Das ist ja echt lange Map, ey. Die ist riesig. Sonne ist ja noch nicht mal drüben, ey. Normalerweise bin ich mit Gas fertig und dann ist die Sonne da, aber hier. Nicht bei dieser Map. Nicht auf der Saat Sayur. Und die sind zu. Natürlich sind sie zu. Und bei der Map kein Ding, ne? Ja. Aber ist auch nicht schlimm. Geht ein bisschen nerven. Touch Tankal, was? Keine Ahnung. Boucher, Tan, cool. Das hört sich französisch an, keine Ahnung. Ich hab nicht verstanden. Ich kann kein Französisch. Vielleicht kann uns die Community dann mal aufklären. Ja, kommt auf jeden Fall, Robo, nee, wer ist das Fabrik? Also komm, zeig Glück. Oh, ich bin drin. Ja, es kann uns nicht mit aufstellen. Mir fehlen nur die 100 Minereien jetzt. Na, ich brich's so da ab. Ich brech's auf jeden Fall wieder ab. Ja, die Sonde hat er. Da kannst du nicht ran. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Hat doch über keinen Reaper. Er hat Marine gebaut. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann bucht mich halt jetzt Supply blockt. Das ist semi gut. Aber ist nicht schlimm. Kein Weltuntergang. Ist nicht schlimm. Ich wollte jetzt hier Robo. Willst du jetzt zersetzen eine Glocke? Hast du ein paar Länge schon? Ich kann gleich Länge bauen, oder? Ich baue mal zwei Länge. Aber ich bin erstmal Supply Block, du kennst das ja. Ja, ja, kenn ich. Das ist so kurz der Punkt, wo der Stalker draußen ist, kannst du mal versehen, dass man einfach mal schnell so Bleiblock wird. Baning Nest kommt. Mhm. Kann ich jetzt Dinge bauen. Jetzt bauen. Das kann ich schon bauen. Ich weiß nicht, wenn ich Gas nehmen muss. Keine Ahnung mehr. So, dann tacke ich jetzt gleich hoch auf den Layer. Leertisch. Doppelt. Genau, jetzt müsste ich eigentlich Doppelgas. Geht nehmen. Genau, da passt es doch. Das geht genau auf. Sehr schön. Jetzt nehmen wir noch Gas dazu. Perfekt. So, den schicken wir vor. Genau, nehmen noch einen Pylon dazu. Dann saturieren wir erstmal ja die Second. Also, Baning Nest ist jetzt fertig. Okay. Geäxt haben sie aber immer noch nicht. Doch, jetzt haben sie geäxt. Soll ich da schon mal anknuspern mit Edeling? Das dauert ewig, ja. Knuspern das dauert an. Ewig. Aber knuspern an. Jetzt baut er, glaube ich, was hin. Steht gerade ein Dings. Arbeiter. So, das Ding brauche ich jetzt. Und das Ding brauche ich jetzt. Und noch eine Pylone. Ganz wichtig. So, und ich mache nur eine Runde Blocker und dann. Mach ich gucken. So, ich brauche noch zweimal Worker und jetzt brauche ich Pylonen noch zwei Stück und dann geht's los. Brauche ich auch Truppen. Hab ich irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Eigentlich nicht. Oh, jetzt baut er einen Raketenturm. Naja, kann er machen. Fliege ich weg. Zwei Stalker reinwarpen. So ein Sterblich ist da. Ja, das passt Bang eigentlich. Speed. Du wirst gepanzert. Oh ja.
Panzer. Ist auch deine Hilfe. Ah, bei mir kommen jetzt erst Truppen. Warte. Da komme ich nicht hin, oder? Das kommt einfach nicht ran. Naja, die Ex ist weg. Ach, komm mal dann. Jetzt hast du drei Deppen, ja, dann geht's. Aber Ex ist trotzdem weg. Naja. Aber das hat ihn auch gekostet. Das war richtig teuer gerade. Jetzt kommen sie wieder rein. Ich brauche deine Linge nochmal. Deine Verbündeten befinden sich im Kampf. Ach, bei mir ist ein Falken. Falken ist nicht so wichtig. Das ist schlimm. Oh, ich habe keinen Supply mehr. Echt nicht geschafft, oder was? Du musst zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden auf sie. So, Upgrade ist jetzt durch. Zauen sie wieder ab. Ehre den Dalai Lama. Die Basis unserer Verbündeten ist in Gefahr. Na, die sind gut, die Terraner. Kam halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ja. Nein, ich habe so viele Worker. Hast du gerade welche geschickt oder was? Ja, ja, ich habe so viel. Mal sehen, sie meine Echse raus. Na, nicht schlimm. War eh nicht bemeint. Ihr könnt drauf. Suchen. Ist der Echse unten? Werden sie mich gleich wieder zu Hause droppen, so wie ich die kenne? Mhm. Da kommt Drop. Den klicke ich nicht, ich habe keine Antifliegerflieger. Kümmer du dich um den Drop. Ja, die. Komm jetzt zu dir. Ja. Nee, kommen sie nicht hier. Versuch dir. Die sind da. Die sind dort. Jetzt kommen sie nur zu dir. Die verfolgen dich jetzt. Wir müssen zur Echse. Falcons! Planetary! Das bringt nichts, Planetary. Oh, ich hasse Terraner. Einfach rein oder was oben? Ja. Waren da Tanks? Weiß ich nicht, ob da Tanks sind. Vielleicht schickt da einfach einen Link vor oder so. Ja, Falcon ist auf jeden Fall da. Ohne Tank. Und Tank. Hier, die Troppen so. Hier an der Seite sind sie. Wir machen einfach die Bude auf hier. Nicht mit den Banelingen. Jetzt die Banelinge. Ah, das ist auch ein Panzer. Kommst du nicht ran, ey. Ah, jetzt stehen die Panzer schon hier unten. Jetzt kannst du aber vor mit drei Adepten, da waren. Naja. Ja, Panzer da unten, überall Panzer. Ich geh drauf mit der Deppen. Ich mach oben noch offen, ne? Ja, ja. Also oben wäre offen. Ja, da steht auch noch eine Terran Army.
krieg ich nicht alleine. Ach, Terrano. Das Bailing im Ofen. Vorbei. Ja. Die Map ist einfach nur zu groß. Ja. Du brauchst mehr Mineralien. Sind ja noch genug Kristalle da. Hätten noch zwischendurch exen sollen. Unsere Verbündeten befinden sich. Kommen sie, wa? Ja. Du hast zu wenig Mint. Check mal deine Workers Hatch. Dein Ali wird angegriffen. Hilf ihm! Ja, nicht alles rein inseln reinschicken. Also der Terran ist richtig gut. Wir brauchen mal ein Fange oder so. Hilfe brauchen wir ja. Das reicht nicht, was ich habe. Nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen. Reicht. Ja, und der, weil konnte der Exen, der Typ. Ja, der rote, das war nicht der blaue. Ja, der rote hat da unten geäxt. Weiß, war die Gold. Ja, die überrennen uns gleich. Kommt ein Falken zu mir? Sind aber richtig gut, ey. Brauchst du Hydras unbedingt. Wir brauchen mehr Mineralien. Na ja, klar, jetzt komm mal ran. Brauch keine Sicht, ey. Ich kann nicht mehr meinen. Ja, warte, ich war Stalker. Ich geh nochmal runter gucken. Du hast gedroppt bei dir rum. Ich hasse diese Viecher. Ja, das war's. Oh, da steht überall eine Planetary. Nochmal fangen wir drauf. Und die Rase sind gerade alle gestorben dadurch, ne? Aber naja. Das reicht aber nicht, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, der eine weint halt wie ein Verrückter und. Ja. Ich krieg die Planetary halt nicht weg. Planetary, komm mal Ullis. Dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ewig. Boah, nö. Irgendwie spacken. In letzter Zeit mein ganzes Zeug ein bisschen rum. Hm. Überall extra. Ja, überall Zeug. Moment, ist immer ein HP-Typ. Du musst zusätzliche Pylonen bauen. Jetzt sehen wir noch die Pylonen. Vor allem, die Map ist halt echt beschissen groß. Oh, was macht der da? Immortal, der stirbt da. Was macht der überhaupt da unten? Nee. Kommt der Top zu mir? Oder nicht?
Verbündeten befinden sich im Kampf. Alle Mints abgebaut. Hoffentlich hast du noch nichts. Deine Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, Fangel. Holzer. Du greifst den Gegner an. Zeit deine Rechte in Hand Mineralien. Alter, ey. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Alles haben wir verloren. Ja, ganz viele Echsen. 3-3 Upgrades. Sie fokussen den Pylon. Bei dir alle. GG. Das haben wir verloren. Aber richtig fett. Das war echt ein mieses Spiel, ey. Ja, das ist halt die Map, die ist so riesig. Ach, die Map ist echt für Terraner perfekt. Da kannst du schön droppen, ne? Na ja, klar. Naja. Auch der andere war Großmeister. Team Großmeister war der eine. Ja, es kommen halt solche Gegner, da müssen wir uns ja, mit ich sag ja nichts. Sagen wir mal, sehen wir uns in der Endcard, ne? Genau. Ja, wie gesagt, wenn der Drop nicht gewesen wäre, hätten wir es geschafft. Ah. Naja. Du siehst ja, wie die geäxt haben, wenn du schon mal guckst, Apparate für Ressourcen, ey. Die kommen dann einfach geäxt, der Rote. Dem haben alles egal. Ja. Naja. Endcard. Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wer Lust hat, kann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer nichts verpassen will, kann gerne unten links abonnieren. Wie immer findet ihr dann oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts ein anderes von uns. Dann sehen wir uns morgen wieder. Eure Mutterwanne. Ciao.